Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update von Monster Super League. Wir haben einen Code, der hier oben steht, oben links, den ihr dann hier bei Support und Code eingeben könnt. Ich habe ihn schon eingegeben, fälschlicherweise. Also MSL8THBD. Und ihr bekommt ein Summoning-Ticket für 10 plus 1 Beschwörung geschenkt, 800.000 Gold und 200 Energie. Dann haben wir, ich habe nebenbei gerade noch fälschlicherweise auf Discord gelesen, weil es gibt einen neuen Superstein. Und zwar, die Verwendung des uralten Dimensionssternscheins ermöglicht die Auswahl einer Superaufstiegsfähigkeit, wenn mit Superaufstieg fortgefahren wird. Für den Superaufstieg sind 100 uralte dimensionale Sternsteine erforderlich. Ich habe auch schon gefragt, wo, wie, was und wann. Und zumindest bei uns im Teehaus. Und zwar ist es so, dass der wohl mit einem Event reinkommt, der Stein. Also jetzt noch nicht verfügbar ist, aber er wird kommen. Er wird wahrscheinlich umwandelbar sein, wenn ihr 100 von diesen Dimensionskriegssteinen habt. Statt einem Superaufstieg könnt ihr dann euch die Fähigkeit aussuchen, indem ihr ihn einsetzt. Ja, möchte man oder möchte man nicht, ist jetzt die Frage. Im Shop gibt es dann ebenfalls gerade neu, wenn wir gerade schon mal hier sind, für 8888 Gold gibt es nochmal 888.888 Gold, 888 Energie. Mini-Holz-Aus-, also Mini-Gleam-Auswahlkarte von Holzwasser und Feuer dreimal und nochmal ein Beschwörungsticket 10 plus 1. Und ein Mini-Benedikt, so wie es aussah. Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Genau, und ein Mini-Benedikt-Wasser zum Auswählen. Also es gibt nur den Wasser. Eins der neuen Monster. Wir haben natürlich wieder zwei neue Monster bekommen. Dazu aber mehr in einem anderen Video natürlich. So, jetzt will ich gerade mal gucken. Liga. Klan. Nein, Gegenstände. Es soll ein Apex-Liga-Kampf-Ticket geben. Was aber auch noch nicht implementiert ist, so wie es scheint. Also ist MSL trotz Update nicht auf dem neuesten Stand. Nice, da freue ich mich. Da freue ich mich doch. So, dann gucken wir doch mal, was macht dieses Apex-Ticket denn? Also es ist sehr interessant, dass MSL das noch nicht fertig hat. Exklusiv Trinket Selection Ticket wurde dem Apex Battle Shop hinzugefügt. Ah, okay. Das exklusive Schmuckstück für Astronomen aus dem Contract of Hero kann mit dem Ticket erworben werden. Dann gucken wir doch mal, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Die Maus ist ganz klein und der Bildschirm ganz groß. So, dann gehen wir doch mal in die Apex-Kämpfer rein. Da muss das ja in dem Shop hier drin sein. Okay, auch noch nicht. Ha! Sag ich doch, ist noch nicht involviert. Steht aber auch nicht dran, ab wann. So. Ja, dann haben wir dann noch eine Änderung. Es tut mir leid, ich muss mir heute alles übersetzen. So, Fertigkeitsbalance. Die Balance einiger Fertigkeiten wurde angepasst. Pre-Surf, nur natürlich geborene 4 bis 5er Astronomen. Die Wirkung von Preserve bei Verwenden als aktive Fähigkeit wurde verbessert. Elemental Edge nur natürlich geborene 4 bis 5er Astronoms. Der Elemental Edge, also der Elementarschaden, wurde ein Elementarschadensbonus hinzugefügt, wenn sie als aktive Fähigkeit verwendet wird. Rache, die maximale Effektbedingung wurde von HP 90% oder weniger auf 50% oder weniger geändert. Mit dem Ärzten kann ich so gar nichts anfangen. Okay. Dann etwas ganz Trauriges für die, die noch auf die Sonic-Sachen warten. Das ist komplett vorbei, denn die Fertigungsbücher sind auch nicht mehr in der Fusion verfügbar. Sind rausgenommen worden. Also wer noch hier Chuckles, Knuckles, Silver, Shadow, Sonic und wie sie alle heißen hatte, wird sich jetzt umschauen.
Da es den leider nicht mehr gibt, das war der hier. Als ob jetzt einer von euch Sonic nicht kennt, aber man muss ja trotzdem einmal drauf gehen. Wo haben wir denn Sonic, 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 Sonic? Scheint haben wir kein Sonic gar nicht mehr drin. Den denn auch rausgelöscht? Das wäre jetzt miese Brise. Haben einige früher viel Geld für ausgegeben. Also diejenigen, die die Folge geskillt haben und alles drum und dran. Props an euch. Ihr habt es genau richtig gemacht. Da ist Sonic, genau. Ja, die sind dann raus, die Skillbücher. So, dann haben wir hier noch Region Defense. So. Die Echtzeit-Rangliste auf dem Kampfbildschirm der Regionsverteidigung wurde geändert, um den Schadensrangliste der aktuellen im Kampf befindlichen Astronoms anzuzeigen. Die Chance, hochstufige Edelsteine aus den Schlachtbelohnungen der Regionsverteidigung zu erhalten, wurde erhöht. Heißt also, am Ende, wenn der Boss durchgelaufen ist, der Titan, ja, habt ihr eine höhere Chance, einen 5er oder 6er Juwel zu bekommen, statt einem 3er, 4er oder sowas, was ja total schwachsinnig ist. Und wie gesagt, an der Seite, wo sonst immer die Dinge lang gelaufen sind, ich blende mal das hier auch aus, erstmal, wo auch die, hier an der Seite, wenn ihr die Maus seht, ist ja immer, seid ihr immer im Rang höher gestiegen, da sind jetzt wie bei dem Apophis die Monsterchen zu sehen. So, was haben wir denn hier noch? So, Verbesserung, Fertigkeitsbeschreibung. Bestimmte Fertigkeitsbeschreibungen wurden einen Prozentwert für Fähigkeitseffekte hinzugefügt. Angriff verringern, Verteidigung verringern, Schwächen, Widerstand verringern, Angriff erhöhen, Verteidigung erhöhen, Crit bewerten sie, decken sie Schwäche auf. Okay, das ist natürlich sehr doll gut übersetzt. Genau, gewährt ein 70%ige die Angriffskraft um 40%. Irgendwo hatten wir das, glaube ich, mal, dass wir dann die Frage hatten, spricht ein eigener Maximalangriffskraft, okay. Hier steht es dabei, dass jetzt wahrscheinlich bei einigen wieder angepasst worden ist und sowas, ja. Ist ja schon mal ganz gut. So, das brauchen wir nicht. Tina Pass kommt wieder ein neuer, der ist hier schon. Tina Pass endet. Und kommt dann bald wieder. So, Doppelkristalle, wenn ihr jetzt auf die Schiene-Schmuckstücke so lange gewartet habt. Wir haben jetzt Doppelkristall-Event. Aber bald kommt ja auch noch Wukong mit dazu. Also hoffen wir, dass wir da auch nochmal was abbekommen. Ist bis zum 25. September aktiv. Dann gibt es für das 8. Jahr Monster Super League ein Special Login Event. Das beginnt dann am 29. August. Auch nicht verkehrt. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Genau. Anmelde-Event. Da habt ihr dann ein zweites Anmelde-Event, was dann aufploppt. Was dann auch wieder eine 5er-Auswahlkarte ist. Sogar drei Stück, so wie es aussieht. Ein heiliges Ei. Dreifachausführung, was alle Farben beinhalten kann. Eine Auswahlticket Licht Dark, Vierer, denke ich mal, müsste das sein. Dann gibt es natürlich wieder jede Menge Astro Gems und es gibt zwei Licht- und zwei Dark-Eier. Und zwar die hier. Ne, Wiedergeburt-Info wollte ich mir eigentlich nicht ansehen. Und zwar die hier gibt es dann nochmal zweimal. Also 4 bis 5 war Licht-Ei, Licht- und Dunkel-Ei. Nochmal ganz gut, das geht dann bis zum 13. September von dem 29. aus. Wir haben dann auch wieder ein Bingo, das fängt jetzt ab dem 29. August an, also Stand jetzt ab morgen. Drei Licht- und Dark-Eier, auch wieder eine Auswahlkarte. Dann extra XP, extra Fangrate für 12 Stunden. Ein 4- bis 5er-Ei. Drei Stück und ein 5er Heroic Eye. Also hier das dreimal und dann das hier einmal. So.
Genau, wir kriegen beim Apex Battle, kriegen wir jetzt auch die doppelte Belohnung, die fängt ab dem 2. September an. Das haben wir ja jetzt mittlerweile bei den Supersteinen, mittlerweile sogar beim, nicht beim leeren Verlies, das haben wir beim Dimensionsriss, hier beim antiken Verlies haben wir das mittlerweile, dass wir doppelte Belohnung bekommen. Das kommt jetzt zu den Apex-Kämpfen genauso hin. Genauso wie zu den Dimensionalverlies. Das ist ja schon drin. Okay. Ah, es beginnt wieder am 11. September. Okay, das eine ist am 2. September bis zum 8. September ist Apex. Vom 11. September bis 15. September unserer Landeszeit her ist das Dimensionsriss. Und Kolosseum fängt dann auch wieder an. Das wäre dann hier antikes, der antike Koloss, der bekommt das auch nochmal. Das allerdings erst ab 16. September bis 20. September. Dann haben wir wieder Superstein, Materialien, Doppeldrop und natürlich auch die Fertigkeitssteine, also die Steine, dass sie doppelt gecraftet werden, vom 20. September bis 27. September. So. Genau, Gianwachi kommt dann ab 12. September. Heißt, selbst den könntet ihr noch mitmachen. Also das Trinket von ihm könntet ihr noch mitkriegen mit dem doppelten Kristallen zum Beschwören, wenn ihr da noch einen Gianwachi habt, zum Superaufstieg zu machen. Natürlich gibt es wieder neue Sachen im Shop und. Die sind aber alle unabhängig von dem, was wir so dann brauchen. Wir haben dann als nächsten, wir hatten ja jetzt die Sommer-Mihu, die wir fangen konnten im Fünfer-Event. Jetzt wird es Indra sein, wird aber allerdings nur die Variante Wasser sein. Wasser, Feuer und Holz. Also für alle, die jetzt gehofft haben, da könnte der Dark dabei sein. Nein, leider nicht. Genau, wir haben auch wieder den Spezial-Astro-Chip, der dann da ist. Genau. Und das nächste Mal ist dann wieder ein Geno dran. Oder Geono. Wie man ihn auch immer ausspricht. Indra fängt am 6. September bis 14. September an. Und am 19. September bis 27. September ist dann Geno wieder dran. So, genau. Das Event haben wir jetzt gerade von dem Mini-Benedikt. Ab vom 28. bis zum 30. August ist das Pre-Event noch hier tätig. Das war das hier. Dass ihr hier nochmal Energie extra bekommt vom 30. bis zum 16. September können wir die Wasservariante fangen und die Wasservariante dann sogar auf Evolutionsstufe 3 fangen, aber genau, wird aber auf Stufe 1 dann, ich wollte gerade sagen, genau. So, und den ganzen können wir dann fusionieren. Mit so dass wir Dark und Wasser haben, aber dazu brauchen wir ein zweimal ein Benedikt Wasser 2. Also müsst ihr euch mindestens einen fangen, um das Set komplett zu kriegen, und dann müsst ihr euch ihn viermal so, also ihr müsst ihn so auffangen, dass ihr ihn viermal auf Evolutionsstufe 2 bekommen könnt. So. Genau, Super Festival wäre jetzt, glaube ich, erstmal egal. Da können wir nochmal übersetzen. Und zwar Verbesserung und Anpassung. Schiebepuzzle wurde zu Ares und Mini-Benedikt geändert. Der folgende versteckte Synergie wurde einigen Astronomen hinzugefügt. Latesia Sicherheit, Mini-Benedikt, Mentor und Schüler Merlin Ares. Magiergilde und sowas, bla bla bla, voll. Also, wenn ihr den mit denen einsetzt, dann kommt da wieder was Besseres zustande und sowas. Verbesserte Ladezeiten beim Wechsel zwischen Luftschiff und Weltkarte auf Android-Geräten. Die Reihenfolge des ausgerüsteten Schmuckstücks in einem bestimmten Astronomen-Informationspop-up wurde zu Magicate Relikt Essenzen geändert. Das war die Verbesserung und jetzt haben wir noch die Fixes. Und zwar
Hinzugefügt am 28. August, es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschreibung der Fertigkeit Doomsday von Light Colossus falsch war. Auspuff, supergeil übersetzt aus dem Wort Exhaust, Angriff nach unten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein roter Punkt auf der Schaltfläche Verbessern aller Astronomen erschien, wenn es ein Astronom gab, der zu Super Ascensions fähig war. Also wurden die Punkte nicht angezeigt, aber der Punkt ist jetzt wieder da, wenn ihr hier in dem Superaufstieg wart. Und ihr hattet diese 100 Dimensionalsteine frei, war dieser rote Punkt nicht da, der ist jetzt wieder da. Ihr seht, wenn ihr 100 zusammen habt, ihr verpasst da nichts mehr. Ja, das war das Update. Viel Information so, nicht wirklich viel geändert, aber dennoch irgendwie viel Info. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ich was verbessern kann. Und dann, ja, lesen, schreiben und hören wir uns beim nächsten Update wieder. Bis dann. Ciao, ciao.